Hallo Leute und willkommen, herzlich willkommen zurück zu Hitman Absolution. Eine weitere Folge hier auf dem Kanal. Und jetzt geht's gerade mal direkt weiter. Wir starten wieder durch. Wie auf der Achterbahn, wunderbar. Ich merke schon, ich bin etwas zugedröhnt von dem ganzen Stoff, der hier rumliegt. So, und das mal machen wir das Ganze etwas subtiler. Ich bin im Moment ein Polizist. Und hier sind Hippies. So, die stürmen hier gleich die ganze Bude. Gehe ich als Hippie durch oder bleibe ich weiterhin Polizist? Die kommen dann da gleich rein. So. Die Polizei umgehen. Einfacher gesagt als getan. Wir laufen einfach mal ganz gechillt hier durch. Okay, ich laufe einfach mal ganz gechillt weg. Und suche mir einen Ort, wo ich mich verstecken kann. So. Hier kocht das Essen. Mal sehen, ob sie gleich wieder ihr Misstrauen verlieren. Aber dann sollte ich mich tunlichst nicht mehr zeigen. Dauert jetzt natürlich etwas länger, solange wir keine Kiste zum Reinsitzen haben. Okay, das sind keine Cops. Aber da ist ein Cop. Sicher, gut. Der kommt jetzt hier gleich vorbeigelaufen. So. Oh Mann, nicht einfach. Okay, hier ist auch ein Cop. Und hier sind auch sehr viele Cops. Sehr viele Cops. Wie soll das funktionieren? Okay, die hier gehen weg. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann versuchen wir doch mal hier durchzulaufen. Na, kommen wir an dem nicht vorbei, höchstwahrscheinlich. Okay, der geht da lang. Aber der steht immer noch rum. So, ah, okay, gut, hier können wir uns schön gediegen hier durchschleichen. Na, wo ist am wenigsten los? Hier in der Mitte ist am wenigsten los. Sir, what about you is off.
So, ich laufe dann einfach mal ganz gemütlich hier weiter. Und vielleicht werde ich die noch los. Schnell da rein und schwuppdiwupp. Huh, okay. Auf wen schießen die denn? Hier ist doch keiner. Hier ist niemand. Es sitzt keiner hier irgendwo in irgendwelchen Sachen. Wieder dieses Geräusch. Ich find's lustig. Oh ja, jetzt steht er hier genau hin. Ist ja wohl klar. Na? Er geht. Er kommt. Und er geht. Und wir gehen auch raus. So. Of course you can come in, man. Anyone can come in. We don't believe in private property, but on account of you're the man. So. Wo sind wir jetzt? Einmal im Kreis gelaufen wahrscheinlich, ja? Könnte ich mir gut vorstellen, ja. Höchstwahrscheinlich sind wir jetzt einmal im Kreis gelaufen. Das heißt, der steht hier. Da stehen genug Flaschen rum. Und hier? Oh, wow, wow. Ah, okay, hat sich erledigt. Der geht von allein. Hier sind welche. Die den Eingang bewachen. Dann probieren wir es mal anders. So. Nein? Okay, das war natürlich auch sehr schlecht geworfen. Probieren wir doch gerade nochmal. Das war ja wohl auch Quatsch. Ah, einmal. Ah, wir haben noch genug Flaschen. Kein Problem. So, das war aber besser. Wieder dahin. Das gibt's ja wohl nicht. Ich glaube, wir müssen uns einen anderen Weg suchen. So. Was haben wir hier? Steht noch so ein Hippie rum. Ein Band in den Rekorder einlegen. Probieren wir nochmal aus. Oh oh. Ach was, jetzt kommen die alle hier rein. Das ist ja sehr schön. Aufzug rufen. Na? Tu es. Dann fahren wir doch mal eine Runde mit dem Aufzug. Ein Glück stehen die Cops auf Musik.
Aber wir sind immer noch nicht raus. Hier brennt immer noch die Hütte. Ein kleines Räuspern für zwischendurch. Ja, die Erkältung ist halt doch noch nicht ganz weg. Aber wird schon werden. Ich hoffe mal, der Ladebildschirm wird auch zu einem nicht mehr ladenden Bildschirm. Das Missing-Plakat ist auch gut. Hohe Instinkt 1 freigeschaltet. Ausgang finden. Da möchte ich nicht unbedingt durch. Was haben wir hier? Haben wir hier irgendwas Interessantes? Dinge von Interesse. Eine Flasche zum Beispiel. Nein, können wir nicht nehmen. Wohin führt uns diese Tür? Okay. Diese Tür war keine gute Idee. Der geht wieder. Oder auch nicht. Stecken wir uns hier mal hinter der Pflanze. Da geht wieder. Sehr schön. Gut, da wird hier wohl nicht noch einer hochkommen. Ach du heilige Schiebetür. Ach du Schande. Was eine Großrazzia. Okay, gut. Die stehen alle da hinten. Da könnte ich schnell hier durchwitschen. Ach, die sehen mich sowieso nicht. Da draußen stehen auch noch welche. Ich höre ständig Türen. Oho. Sehen die uns? Ne, die sehen uns nicht. Die haben den Rücken uns zugewendet. Die dürften uns auch nicht sehen, dass der immer wieder von allein aufsteht. So. Das ist jetzt sehr interessant. Etwa runter irgendwie. Nein. Menge bietet eine perfekte Deckung. Zielfeuer. Na gut, dann probieren wir doch das mal aus. So. Einmal du. So, jetzt schlucken wir hier gerade mal durch. Okay, die Menge rennt, wir rennen auch. Aber wohin? Wir werden immer noch beschossen. Das ist sehr schlecht.
Okay. Die schießen einfach mal wild um sich. Ich habe leider keine Ahnung, wo wir hin müssen. Und wir sind tot. Okay, das ging etwas daneben. Zu lang gewartet und Instinkt verloren. Na gut, aber wenn ich die abknall, dann ist trotzdem ganz schön was los. Okay, hier geht's wieder los. Der kam ja hier hoch. Kommt er nochmal hier hoch? Ja, der kommt nochmal hier hoch. Dann lassen wir ihn doch mal da stehen. Okay, jetzt kommt der Teil hier halt nochmal. Aber das mal kriegen wir das hin. Na los, hau schon ab. Funzel hier nicht rum, sondern geh. Okay, der haut ab. So Leute, auf geht's. Macht euch vom Acker. Okay, sind alle weg. Mit dem Rohr kann ich auch nicht wirklich was anfangen. So, dann schlingeln wir doch mal hier raus. So, und jetzt brauche ich einen guten Standpunkt, wo ich beide gut erwische. Hier vielleicht. Könnte passen. Einmal und zweimal. Und so. Zugsignale wieder einschalten. Hier müssen wir rein. Okay. Wir müssen hier weg. They just ordered us to cancel all lines in and out of the station. Some kind of murder investigation. They closed off all the tracks. Und erstmal rein da. Die kommen ja wohl hier nicht hoch. Oder doch? Doch, die kommen hier hoch. Gut, aber jetzt sind wir zumindest schon mal da oben drin. Also die Cops sind auch knallhart, die ballern da in die Menschenmenge rein. Ohne Rücksicht auf Verluste. Krass. Na los, hau schon ab, hier gibt's nichts zu sehen. Unten auf dem Radar sieht aus wie eine Schafherde, die mich umkreist. So sind jetzt wieder alle weg, ja? Soll ich es wagen, mal rauszuschlüpfen? Na, ich warte mal noch. Vielleicht kommt der hier noch vorbei. Ne, ich glaube, ich bin
Ich warte noch kurz. Die gehen alle. So, da ist noch irgendwo einer hinter mir. So, aktivieren wir mal den Kontrollpunkt. Zugsignal auf Plattform B aktivieren. So, Einsatzziel vollendet. Gehen Sie auf Plattform B und warten Sie auf den nächsten Zug. Und das machen wir dann in der nächsten Folge. Huh, ganz schön heftig hier. Oh Mann, so viele Cops überall. Der ganze Bahnhof wimmelt. Da sieht's aus wie bei der Fußball-WM. Unfassbar. Aber naja, wir müssen da wieder raus. Uns wurde was Böses angehängt. Und ja, wir müssen unseren Ruf irgendwann irgendwie wieder reinwaschen. Wobei ich glaube, das ist bei einem Auftragskiller sowieso egal. Von dem her, das erfahren wir dann alles in den weiteren Folgen. Daher sage ich mal ciao und time to play.